Sokinas, guten Tag und willkommen zur erstmal Auflösung vom Platin-Gewinnspiel. Falls ihr hier nicht mitgemacht habt, guckt in die YouTube-Timeline. Da seht ihr direkt, wann das richtige Video startet, für das ihr vielleicht auch hier drauf geklickt habt. Wir müssen aber erstmal ganz kurz das Gewinnspiel auflösen, denn ja, hat es ja nicht funktioniert, da jetzt mir die Leute auf Insta, Twitter oder Discord geschrieben haben. Und ich habe natürlich auch noch die Leute rausgenommen, die in den YouTube-Kommentaren hatten, der funktioniert hat, und generell die Leute, die es richtig gemacht haben. Es haben sehr viele falsch gemacht, so Respekt, dass du einfach den Hashtag in die Kommentare schreibst. Das war props-worthy, also Respekt dafür. So, deswegen gibt's heute aber die Auflösung. An der Stelle möchte ich aber nochmal ganz kurz sagen, Dankeschön, lieber Max, dass du die zwei Platin-Editionen hier bereitgestellt hast. Das war super lieb. Und wir werden das Ganze jetzt so machen. Wir sind hier nämlich auf dem Random Name Picker. Das ist eine Internetseite. Da kann ich gleich die ganze Liste, die ich mir gerade runtergeschrieben habe, einfügen. Und dann können wir Leute, ja, ziehen. Wir machen jetzt einmal ganz kurz hier im Video einen Test. Wir nehmen A hat mitgemacht. B hat mitgemacht, C hat natürlich mitgemacht, D, E, F, G und U. U ist ein bisschen random drin, so. Da muss ich ganz kurz cutten, weil warum auch immer hat sich gerade ein Ordner bei mir geöffnet. Da hat man ein paar, ja, Ordner gesehen, die man nicht sehen soll, von dem her alles tut die. Aber wie gesagt, wir machen jetzt einmal kurz einen Test, wir haben jetzt hier ein paar Buchstaben drin. Ich werde gleich so machen, ich werde die ganze Liste mit all euren Namen reinmachen, die halt da, ja, am Gewinnspiel teilnehmen, und dann werden wir genau 5-mal auf Shuffle Names klicken, weil dann passiert 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir nämlich nochmal eine random Reihenfolge, weil ich habe mir die einfach runtergeschrieben, so, ja, erstmal alle halt so aus den YouTube-Kommentaren, dann alle von Twitter, dann alle von Insta und dann alle von Discord, und so ist das Ganze ein bisschen gemixt. Unten brauchen wir keine Animation, da kann man eine coole Draw-Animation machen, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. Und dann kommen wir Number of Winner, machen wir natürlich 2, denn wir haben 2 Platin-Editionen. Und dann können wir unten auf Start klicken, das können wir jetzt zum Beispiel einfach mal testen. Wir drücken Start und B und E hätten jetzt gewonnen. Glückwunsch an B und E, ihr seid die Gewinner vom Test. Von dem her aktualisiere ich mal ganz kurz die Seite, damit wir ein bisschen refreshed sind. Und wir nehmen jetzt mal all diese Namen, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber es sind viele, wie ihr sehen könnt. So, das sind alle Namen, die, ja, ihr könnt jetzt hier nochmal, ich werde hier einmal ein bisschen durchscrollen. Kein Plan, ob ihr da Frame für Frame durchgehen wollt, ob ihr merkt, dass ihr drin seid oder ob ihr dann wisst, dass ihr verkackt habt und deshalb nicht drin seid. Wie gesagt, ein Highlight war immer noch Hashtag für Platin. Auf meinem Kanal findest du meine E-Mail. Props. Hat er einfach mal kurz meine Gewinnspielteilnahmebedingungen ausgedribbelt. So, dann haben wir gesagt, jetzt haben wir alle Namen hier drin. Wir shuffeln 5-mal. 1, 2, 3, 4 und 5. So, jetzt haben wir hier eine andere Liste. Dann Show Random Names brauchen wir nicht. So, Number of Winners sind 2. Und jetzt kann ich nochmal ganz kurz gucken. Ja, man, hoppla, jetzt habe ich nochmal gescrollt. So, man kann alle sehen, die Namen sind drin. Non, 2 Gewinner. Hier werden wir jetzt auf Pick a Number oder Pick a Random, Pick a Number vor allem, Pick a Random Name klicken. Und bevor wir das jetzt machen, ich weiß, ihr wollt unbedingt, dass wir sofort jetzt zu diesem Punkt kommen. Trotzdem, wenn ihr gleich euren Namen seht, checkt spätestens jetzt nochmal eventuell nach, ob ihr auf der Plattform, auf der ihr mir geschrieben habt, eine Antwort bekommen habt, dass ihr gewonnen habt. Wenn ihr das innerhalb von, ich gebe euch eine Woche maximal, wenn bis nächsten Dienstag quasi sich eine oder beide Personen nicht gemeldet haben, werde ich das nochmal für mich auslosen quasi, weil wir ihn nochmal in ein Video reinpacken und werde 2 andere Gewinner anschreiben. Deswegen, falls ihr jetzt gleich euren Namen seht und wisst, ey, das bin ich, check up, da wo du mir geschrieben hast, spätestens da, vielleicht hast du es vorher schon bekommen, denn ich nehme das gerade ein bisschen eher auf. Deswegen, let's go. Und gewonnen haben Kira, Neko, X und Evoli. Diese 2. Ich glaube, einmal war Insta und einmal war YouTube. Von dem her, ihr 2, checkt, wo ich euch geschrieben habe. Ich glaube, bei Evoli, wenn es auf YouTube war, natürlich checkt da, was du hingeschrieben hast. Ich glaube, bei dem war es Discord auch so. Deswegen, ihr 2, Kira, Neko, X und Evoli, habt von mir eine private Nachricht bekommen. Und ja, da tauschen wir jetzt Sachen aus, damit ich euch die Edition zuschicken kann. Von dem her, trotzdem Dankeschön an jeden, der mitgemacht hat. Denkt dran, ihr habt nichts verloren. Nur die 2 haben jetzt jeweils eine Platin-Edition gewonnen. Von dem her wünsche ich euch jetzt aber viel Spaß mit dem Video. So, da wir jetzt endlich das mit dem Gewinnspiel durch haben, kommen wir zu dem Teil, warum ihr wahrscheinlich auf das Video geklickt habt. Also denke ich mal, dass die meisten das ja deswegen gemacht haben. Und zwar gibt es jetzt eine Idee, die hat mir der gute Frisch hier in die Kommentare geschrieben und ich fand die Idee einfach super cool so, weil es ist einfach eine coole Idee. Und zwar, ab wann kann man in jedem Spiel sein erstes Drachen-Pokémon finden? Denn ihr müsst wissen,
Heutzutage ist das nicht mehr so. Gerade früher war das. Da waren die Drachen schon selten und man konnte nicht irgendwie an jeder Ecke ein Drachen-Pokémon finden. Und deswegen fand ich die Idee einfach super cool, weil, don't know, gucken wir doch einfach mal, in welchem Spiel man ab wann sein potenziell erstes Drachen-Pokémon finden kann. Dabei ist es auch, by the way, so, nur mal als Beispiel, mir geht es hier darum, wie man ein Drachen-Pokémon selbst im Spiel bekommen kann. Es wird eventuell einmal so eine kleine Ausnahme geben, wo man dann sagen muss, ja, man müsse jetzt einmal das Pokémon tauschen. Allerdings lasse ich das nur gelten, wenn man selbst derjenige ist, der quasi das Pokémon hat und dann einmal tauscht, damit es sich entwickelt und dann zurücktauscht. Das würde zählen. Natürlich kann ich jetzt einfach sagen, ja, schon vorm ersten Orden jedes Mal, denn kannst du mir einfach den Level 100 Dragoran schicken, dann habe ich meinen Level 5 Starter. Nee, das war wack. Das zählt nicht. Allerdings, was zum Beispiel funktioniert, ist jetzt, wir machen mal ein Beispiel. Angenommen, ich bekomme einen Starter in diesem Spiel. Und der Starter ist in seiner finalen Stufe ein Drachen-Pokémon. Dann zählt das rein theoretisch schon, weil es ist ja möglich, auf der ersten Route dann seinen Starter von Level 5 auf Level 36 zu bringen oder wo auch immer sich der Starter dann entwickelt. Denn das ist halt möglich. Das heißt, Grinden zählt dazu, damit wir das schon mal geklärt haben. Ich würde mich jetzt selber eine positive Bewertung freuen und lasst doch gerne ein Abo da, falls ihr mehr solcher Videos sehen möchtet. Und an der Stelle nochmal Dankeschön, Frischi. Ich hab ein bisschen lange gesucht. Gerade bei den späteren Spielen wird es echt ein bisschen kompliziert. Deswegen gucken wir mal, wann man in welchem Spiel sein erstes Drachen-Pokémon finden kann, weil geben wir den doch mal wieder so ein bisschen diesen mystischen Status zurück. Pokémon Rot und Blau. Hier ist es noch relativ einfach, denn wir haben nur eine einzige Reihe, die einen Drachentypen hat. Das ist Dratini, Dragonir und Dragoran. Und dementsprechend können wir das relativ kurz machen. Ist natürlich Dratini das erste Drachen-Pokémon, das ihr finden könnt. Und das gibt es in der Spielhalle. Man kann in Rot und Blau tatsächlich einen Dratini aus der Spielhalle holen. Und wenn man das jetzt auf die Orden anpasst, hey, ihr braucht prinzipiell 2 Orden. Denn ihr könnt Major Bob sogar auslassen. Wenn ihr es richtig macht, nenne ich es einfach mal, dann habt ihr 3 Orden, weil dann habt ihr Major Bob mitgenommen. Der ist allerdings keine Pflicht. Und falls ihr wissen wollt, welche Arena-Leiter noch keine Pflicht sind, oben auf dem i, da ist ein Video verlinkt, wo ich euch gezeigt habe, welche Arena-Leiter man in den Spielen potenziell auslassen kann. Aber deswegen, ja, Dratini in der Spielhalle in Rot und Blau. Pokémon Gelb unterscheidet sich da ein bisschen, denn da gibt es kein Dratini mehr in der Spielhalle. Das bedeutet, die einzige Möglichkeit, wie ihr da ein Dratini bekommen könnt, ist in der Safari-Zone. Und da gibt es mit einer Superangel, mit einer ganz, ganz, ganz geringen Chance ebenfalls ein Dratini. Lustigerweise braucht ihr eigentlich bis dahin immer noch nur 2 Orden, weil ihr könnt Major Bob potenziell auslassen, ihr könnt Erika potenziell auslassen und auch Koga und Sabrina müsst ihr vorher nicht machen. Also ihr könnt rein theoretisch mit 2 Orden in die Safari-Zone rein. Wäre, glaube ich, auch mal ein lustiger Run. Vielleicht macht man das mal irgendwann. Aber ja, Dratini in der Safari-Zone in Pokémon Gelb ist das erste Drachen-Pokémon, das ihr da finden könnt. Pokémon Gold und Silber. Und es wird nicht gerade interessanter, aber glaubt mir, ich verspreche euch, das wird gleich wirklich noch ein bisschen interessanter. In Pokémon Gold und Silber gibt es in Dukatia City eine Spielhalle und wir haben in dieser Generation ein neues Drachen-Pokémon bekommen mit Seedraking. Allerdings ist es trotzdem in Gold und Silber wieder das Dratini in der Spielhalle. Ich schwöre es, das wird wirklich noch interessanter. Und genau das passierte tatsächlich bei Kristall, denn Halleluja! In Kristall gibt es in der Spielhalle kein Dratini. Das heißt, hier müssen wir uns was anderes ausdenken und dadurch fällt erstmal die Dratini-Reihe tatsächlich weg, weil die findet man erst wieder in der Drachenhöhle, dann hier oben bei Sandra in Ebenholz City. Allerdings gibt es ja noch ein anderes Drachen-Pokémon und das ist tatsächlich eher bekommbar und zwar ist es Seedraking. Ihr müsst nämlich einfach zur See, einfach ist so auch gesagt, ne? Ihr müsst zur Seeschauminsel gehen und euch da ein Seepa fangen. Das Seepa könnt ihr dann direkt zu einem Seemon entwickeln. Dann braucht ihr allerdings ja noch eine Drachenschuppe und die findet ihr ganz einfach auch bei Seemon und Seepa auf den Seeschauminseln. Das heißt, Raub gibt es ja noch nicht, gab es ja erst ab Generation 3. Von dem her müsst ihr jetzt einfach ganz viele Seepa und ganz viele Seemon fangen, solange bis eins davon eine Drachenschuppe trägt. Und dann könnt ihr das eurem Seemann geben, könnt es kurz auf ein anderes Spiel tauschen, wieder zurücktauschen. Wie gesagt, habe ich ja vorher gesagt, das ist okay, nur dass halt ein anderer euch nicht einfach direkt das fertige Pokémon schickt, sondern ihr müsst es quasi selbst komplett fertig machen. Und ja, damit habt ihr dann quasi auf den Seeschauminseln einen Seedraking, immerhin mal was anderes als Dratini. Halleluja! Jetzt kommen wir zu Rubin, Saphir und Smaragd, denn Smaragd unterscheidet sich hier tatsächlich nicht. Hier ist natürlich erstmal so, neue Pokémon, was ist möglich, so eventuell Kindwurm, gibt es erst in den Meteorfällen, Dratini findet man nicht. Viele denken jetzt vielleicht, okay, Knackleon in der Wüste wäre eine Möglichkeit, weil das kann man dann zu einem Vibrava entwickeln. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, das eher zu bekommen, und zwar auf Route 114, das ist oben die nach Laubwechsel fällt, findet ihr Wablu. Und Wablu könnt ihr direkt bis Level 36 trainieren und habt dann einen Altaria. Und Altaria ist ein Drache, wer hätte es gedacht. Von dem her könnt ihr quasi nach, lass mich lügen, 3 Orden tatsächlich schon
euren ersten Drachen haben. Finde ich cool. Aber ja, Wablu ist auch gut. Ihr fangt ein Pokémon, das noch kein Drache ist. Wobei, ist wie mit Sepa. Was laber ich? Es ist Altaria. Feuerrot, Blattgrün können wir dann wieder ein bisschen, ja, abkürzen. Es ist halt wieder Dratini in der Spielhalle. So. Sorry, aber es ist halt wieder Dratini. Kommen wir jetzt zu Diamant, Perl und Platin. Platin unterscheidet sich hier wie Smaragd nicht von seinen anderen Editionen. Und hey, es ist mal keine Spielhalle. Ich glaube, die wurde ja ab Gen 4 auch rausgenommen. Gab es in Gen 4 noch eine Spielhalle? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber können wir gerne mal in die Kommentare schreiben. Gab es in Gen 4 noch eine Spielhalle? Ich erinnere mich gerade nicht mehr, glaube ich. Oder war es erst ab Gen 5, wo man die rausgenommen hat? Ich weiß es nicht. Zumindest gab es sie in Gen 6 nicht mehr, weil da gibt es ja in Oras in Malmfroh dann auch dieses Gebäude mit ist geschlossen. Naja, jedenfalls, ja, Diamant, Perl, Platin ist wahrscheinlich das, was viele von euch auch schon gewusst haben und auch vermutet haben. Und zwar ist es in der bizarren Höhle Kaumalat. Kaumalat findet ihr dann quasi nach dem zweiten Orden. Es ist einfach mal so, wenn man die Legis weglässt, ist Knackrack generell das stärkste Pokémon eigentlich so, was man da hat. Und ihr findet das einfach praktisch nach dem zweiten Orden. Das ist schon heftig. Aber ja, ist einfach unterm Fahrradweg. Müsst ihr einfach dann unten die Route wieder hochlaufen. Und die bizarre Höhle hat zwei Eingänge. Den rechten und einen geheim versteckten unter der Brücke. Und ihr müsst unter der Brücke gehen. In diesem Raum hat es dann Kaumalat. Das ist der erste Drache in Generation 4. Und einfach gleich so ein heftiger. Ey, wusstest du schon, dass man in der Spielhalle ein Dratini finden kann? Das ist tatsächlich auch wieder für Heart Gold and Soul Silver. Kurz gesagt, diesmal gibt es halt wieder Dratini. Weiter geht's. Pokémon Schwarz und Pokémon Weiß. Und jetzt wird es wenigstens mal kein Dratini oder sowas, weil nur neue Pokémon gab es da. Und man wird höchstwahrscheinlich, bevor man zum Postgame kommt, auch einen eigenen Drachen aus der Generation finden. Von dem her, ja, gibt es tatsächlich. Und zwar gibt es in der guten Panaero-Höhle das gute Milzer. Ja, Milzer ist tatsächlich das erste Drachen-Pokémon. Ihr findet, glaube ich, lass mich lügen, sogar ein Zweilus erst in der Siegesstraße. Das heißt, ihr könnt nicht mal ein Kapuno finden. So, okay. Du müsst das dann züchten, damit ihr ein Kapuno bekommt. Das ist, glaube ich, auch geil. Und ja, was gibt es sonst noch? Shadrago wäre noch eine Möglichkeit. Und natürlich die Legis, weil Zekrom, Reshiram sind auch noch möglich. Aber nee, in der Panaero-Höhle gibt es Milzer und ist damit der erste Drache, den ihr da finden könnt. Diesmal tatsächlich auch echt ein bisschen spät. Erinnert so ein bisschen an die Seeschauminsel. Pokémon Schwarz-Weiß 2 unterscheidet sich da ein bisschen, denn da kamen ja alte Pokémon zurück. Und dementsprechend können wir auch auf ein altes Drachen-Pokémon zurückgreifen. Und zwar gehen wir einfach nach Stratos City in das Wüstenresort. Und im Wüstenresort findet ihr ein Knackleon. Und ja, dieses Knackleon könnt ihr dann dementsprechend direkt entwickeln zu einem Vibrava. Und Vibrava ist ein Drache, kein guter Drache. Vibeldra ist ein guter Drache, Vibrava aber nicht. Vibrava ist leider echt Trash, das ist ein bisschen schade. Und ja, deswegen Vibrava in Pokémon Schwarz-Weiß 2. Okay, Pokémon X und Y wird jetzt super interessant, weil da war ich echt ein bisschen überrascht. Und zwar, es ist natürlich möglich, dass man einfach Balgoras in Petrophia, heißt die Stadt, glaube ich, nimmt. Und ja, sich dann das Fossil krallt, es entwickelt und dann hat man quasi in der Stadt Balgoras. Und Balgoras ist Steindrache. Allerdings gibt es tatsächlich noch was davor. Balgoras ist nicht der erste Drache, den ihr kriegen könnt. Denn unter anderem gibt es auf Route 8, das ist genau diese Grasroute unter anderem, Richtung Petrophia, gibt es zu einer kleinen Wahrscheinlichkeit Kindwurm. Das heißt, ihr könnt auf dieser Route tatsächlich einen Kindwurm finden. Aber, ha, habe ich euch bekommen. Das ist immer noch nicht der erste Drache, den ihr tatsächlich bekommen könnt. Ich weiß, super krass so, aber tatsächlich. Und zwar gehen wir noch ein Stück zurück, und zwar in die Höhle vor dieser Route. Das ist die Geolink-Höhle. Und in der Geolink-Höhle gibt es Milzer zu 1% in Massenbegegnungen. Das heißt, auch hier in X und Y ist das erste Drachen-Pokémon, das ihr bekommen könnt, ein Milzer. Finde ich cool. Ich war echt überrascht. Ich dachte halt so wirklich, als ich die Liste gemacht habe und alles so ein bisschen gesucht habe, wo man halt welches Pokémon potenziell finden kann oder so, dachte ich auch so, ja, komm, Balgoras relativ easy. Und dann so Kindwurm gesehen. Und dann so, wow, krass. Dann so Milzer gesehen und dachte so, wow, krass. Das heißt, ein Orden. Ihr braucht ein Orden, bis ihr einen Milzer habt. In X und Y. Das ist schon heavy. Omega Rubin Alpha Saphir unterscheidet sich nicht wirklich von seinen Vorgängern, und zwar von Rubin und Saphir. Und zwar ist es wieder Wablu, Route 114, und dann Wablu einfach direkt entwickeln für ein Altaria. Pokémon Sonne, Pokémon Mond und tatsächlich auch Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond. Die Edition kann man zusammensetzen, denn bei beiden ist es jeweils das gleiche. Und das ist einfach super früh, und ich glaube, das war damals auch so ein bisschen ein Meme. Denn ihr könnt auf Route 3, ihr müsst wissen, das ist die nach der 2. Und vor der 2 ist die erste. Das ist super früh. Ne? Ist euch hoffentlich bewusst, wie früh das ist. Und zwar auf Route 3 gibt es Kindwurm. Zwar zu einer geringen Wahrscheinlichkeit,
aber da gibt's Kindwurm. Das heißt, ihr könnt aber auf Route 3 schon einen Kindwurm finden. Und das ist vor dem ersten Orden, in Anführungszeichen, also vor dem ersten Inselkönig. Und das ist schon krass, vor allem weil, Fun Fact an der Stelle, viele wissen das, das war auch, glaube ich, ein kleiner Aufschrei, den es damals auf Twitter gab. Dieses Kindwurm kann halt natürlich, wie in Generation 7 viele Pokémon, Freunde holen. So, kommt dann mit seinen Cousins an und einer dieser Cousins kann halt ein Brutalander sein. Und dann habt ihr, glaube ich, irgendwie ein Level 10 Brutalander. WTF. Okay, kommen wir zum Clusterfuck und zwar zu Pokémon Schild und Schwert. Das war super schwierig, tatsächlich ein bisschen zu recherchieren, weil ich wusste jetzt nicht mehr genau, welche Teile der Naturzone sind jetzt begehbar und welche kriegt man quasi erst später. Das war alles ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich hier quasi zwei Entries, und zwar einmal, wo ich die Naturzone weglasse und einmal, wo sie halt drin ist. Und wo sie drin ist, ist quasi das erste. Und damit fangen wir auch ganz kurz an. Und zwar gibt es, wenn ihr zum ersten Mal in die Naturzone geht, kommt ihr ja nach Engine City. Und da könnt ihr vorher in der Naturzone rumlaufen und da gibt es einen Ort, das ist die Wachturmruine. Und bei der Wachturmruine gibt es einen fliegenden Encounter, und zwar FM. FM gibt es auch später tatsächlich nochmal in der Galarmine 2, aber das ist schon ein bisschen später dann. Was ist eigentlich mit Galarmine 1 passiert? Weiß man das? Ich habe keinen Plan mehr gerade so. Wenn es 2 ist, muss auch 1 geben. Aber ihr könnt direkt quasi zum ersten Mal in der Todzone in FM fangen. Ist ein bisschen vom Level höher, weil die fliegenden Encounter stärker sind als die, die man im normalen Gras finden kann. Kein Plan. Aber ja, rein theoretisch ist das erste Pokémon in Schwert und Schild vom Typ Drache, das ihr finden könnt. Dieses FM bei der Wachturmruine. Wenn wir jetzt mal kurz die Naturzone ausblenden, weil die war gut gedacht, aber nicht so nice umgesetzt, sagen wir mal, dann findet ihr tatsächlich auf Route 5 ein Knapfel. Und dieses Knapfel könnt ihr tatsächlich auch ganz normal so auf der Route dann finden, etc. Finde ich ein bisschen cooler, weil Naturzone, ihr könnt super früh voll überlevelte Pokémon fangen. Ich glaube, das erste Onix ist direkt Level 26. So, das ist vom Level höher als der zweite Orden. Das ist für mich persönlich ein bisschen too much, muss ich sagen. Hat es, glaube ich, auch vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen kaputt gemacht, aber da wollen wir gar nicht drüber spekulieren. Von dem her ist es FM. Wenn ihr die Naturzone weglassen wollt, gibt es noch einen Knapfel. Und das ist alles, bevor man überhaupt einen Orden hat. So, Schild und Schwert ist halt echt ein bisschen, das ein bisschen, alles ein bisschen wirrwarr. Damit wären wir am Ende von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr wisst jetzt, welches Drachen-Pokémon man in welcher Generation zuerst finden kann oder in welchem Spiel. Gibt es noch andere Typen? Ich weiß, da kommt jetzt ein lustiger Kevin um die Ecke und sagt, ja, mach doch mal Feuertyp oder Pflanze oder Wasser. Nee, mach ich nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann man das ja zum Beispiel nochmal über den Stahltyp machen, so als kleines Beispiel. Oder halt über Typen, die jetzt nicht vielleicht so krass kommen sind, weil ich fand es beim Stahl, weil ich fand es beim Drachentypen echt interessant. Also falls ihr irgendeinen Wunschtypen habt oder so, der jetzt nicht vielleicht komplett fucking obvious ist, so, hallo, das sind die Starter, Wasser, Feuer, Pflanze, okay? Jedes Spiel wird dann den Starter haben, also das wollen wir ja nicht. Deswegen wünsche ich euch jetzt aber noch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne ein bisschen Kommentare da mit Vorschlägen, welche Typen man eventuell noch machen sollte. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.